wieder da. Hab was getrunken. War pissen, wie gesagt. Und hab jetzt endlich mal auch auf die Uhr geguckt. Weiter geht's. Im Wartungsraum waren wir, da müssen wir jetzt wieder zurück. Mach doch auf, mein Gott. Wie lange das gedauert hat. Meine Güte. Ja, dann redet halt nicht. Dann kann ich das ja einfügen. Computer der Monorail-Steuerung online. Achso, dann muss ich das jetzt da noch aktivieren. Nein, nicht da. Eins weiter. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Jo. Quarantäne aufgehoben. Schön. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallion und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke rausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Hauptsache, das Team versteht sich untereinander. So. Mit Steuerung oder B, beides ist hier gleichbedeutend, kann man übrigens auch sich den Weg nochmal anschauen, wenn man gerade nicht mehr weiß, wo man lang muss, oder man guckt mit Map, mit M auf die Map. Ist jetzt nur die Frage, was bin ich? Ich bin das Grüne, nehme ich an. Ja, das bewegt sich auch toll. Okay. Hier kommt doch gleich bestimmt wieder irgendwas. Man, bei solchen Spielen hat man doch keine Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Lust. Warum sind hier plötzlich Fußspuren? Ah. Meine Güte. Ja, mach auf! Zack. Puh. Das reicht erstmal. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum Schiff. Hoffen, dass uns nichts irgendwie in die Quere kommt. Was wahrscheinlich aber doch passieren wird, nämlich genau jetzt. Oder gleich. Ja, hallo. Eine Tür. Meine Güte, wo kommt denn jetzt her? Ich mach euch kaputt, Jungs. Ah. Wo kommst du? Du kommst daher. Okay, und der andere kommt von da hinten. Okay, dann erstmal wieder heilen. Das mitnehmen und... Einer von euch hat nichts gedroppt. Oder? Habe ich das schon aufgesammelt? Egal. Ich habe ja sowieso zu wenige Slots und man findet sowieso noch genug. Ach, die sind... Ach, daraus sind die gekommen. Okay. Wie lange braucht man, um die Türen zu öffnen? Das ist echt unglaublich. Isaac,
Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja, und was ist mit mir? Ich soll die ganze Drecksarbeit machen. Ah, wohl, hier ist ja auch Speicherpunkt. Also sagt mir die Naivitäten, ja. Es geht alles klar. Und annehmen. Ich komme noch nicht mit der Maus klar. Das ist für mich wie so eine kleine Krankheit. Egal. Hier sind doch bestimmt noch mehr solcher Kisten. Hier irgendeine? Anscheinend nicht. Ja. Ah. Diese Geräusche. Was? Also was für Beinmuskulaturen oder was für einen Tritt der haben muss das? Das ist doch übel. Das ist unglaublich, was der, ne? Was der für einen Megatritt haben muss, was der für Beinmuskulatur. Ja, ich meine, das kann ja nicht nur durch den Anzug kommen. Ich bitte euch, das, auf zur Helienwort. Komm rein. Blödes Arsch. Ich meine, wie wollen die damit wieder zurückfliegen? Das ist doch komplett im Arsch. Ja. Feindliche Lebensform entdeckt. Arsch. So, das ist also der Grund. Das ist also anscheinend der Grund, warum der Rettungstrupp nicht mehr nach Hause kommt. Zumindest anfangs. Was war das bitte für eine Kollision? Das ist doch in die Luft geflogen. Hier ist nichts kollidiert. Ich gehe mal hier hinten suchen, ob da irgendwas ist. Komm ich da auf die andere Seite? Wahrscheinlich nur dummes Weglaufen. Weil da nichts ist. Aber so kann man die mal aus der Entfernung sehen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket. Das ist hops gegangen. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Ja. Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort MATLAB. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Wow, ich bin ein kleines Kätzchen, was spielen will. Kleines Kätzchen. Die Flammengard definitiv zu. Ach, geh doch auf, mein Gott. Jetzt geht das Licht auch wieder an, netterweise.
Ihr könnt ja vielleicht drüber meckern, aber jedes Mal ein bisschen speichern ist nicht schlecht. Man weiß ja nie, was passiert. Vor allem, wenn man irgendein Spiel blind spielt. Was bei mir gerade der Fall ist. Ui. Ah, ich habe hier Munition wie Sau, aber... So viele Medikits brauche ich doch gar nicht. Was hat denn jetzt erstmal wieder aufgenommen? Kann er die Teile nicht einfach mal weglassen? Kick die doch weg. Ach. Also dieses System mag ich noch nicht so sehr. So. Mir ist Munition erstmal lieber. Wo? Monorail Station, was ist hier?